Jetzt muss man auch dazu sagen, was es so charmant macht, dass die beiden da sind, ist natürlich reiner Zufall, ist, dass sie auch Musterknaben aus Sicht der Medienbehörde sind. Aus Deutschland. Kann man ausgehen, denn der Channel von Max Ratzenberg ist bei uns angezeigt, als Abrufdienst. Wann muss man das eigentlich machen aus Sicht der Medienbehörde? Was ist ein Abrufdienst? Es wird jetzt sozusagen ernst. Dr. Susanne Lackner, stellvertretende Vorsitzende der Medienbehörde kommen aus, er wird das jetzt versuchen, uns zu erklären. Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Susanne Lackner. Ich bin, wie gesagt, in der Com Austria zuständig für diese Abrufdienste, über die wir heute sprechen werden. Und die auch gewisse YouTube-Angebote fallen. Und ich möchte Sie gleich warnen, mein Vortrag wird wesentlich trockener. Ich werde mich aber bemühen, natürlich praktische Fragen herauszugreifen und das Gesetzesdeutsch möglichst hintanzuhalten. Eingangs will ich Ihnen vorspielen, wie gut Regulierung bei YouTubern ankommt. Ich nehme hier einen aktuellen Konfliktfall aus Deutschland, wo es darum geht, dass bestimmte Streaming-Dienste eine Rundfunklizenz benötigen würden und möchte Ihnen, das könnte aber bei uns auch passieren und deshalb möchte ich Sie Ihnen kurz vorstellen. Ja, liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren Event Talk. Ich bin wieder Event John. Ja! Ich habe ein kleines Update für euch, denn bei der Rundfunklizenz gibt es eine Erweiterung bzw. einen neuen Entwurf, worum es da genau geht, seht ihr gleich nach dem Intro. Also, Alter, was ist denn du hier? Oh, hast du Knall oder was? Mann! So, ich habe ja beim letzten Video darüber berichtet, dass PeaceMeet eine Rundfunklizenz braucht und welche Kriterien man dafür erfüllen muss, dass man eine Rundfunklizenz praktisch beantragen muss. Dazu gab es jetzt ein kleines Update, weil die ZAK, sie haben sich was Neues überlegt. Das sollte nicht in Europa, also europaweit, sollte ein neues Gesetzentwurf geben. Yay! Also in dem Bereich audiovisuelle Medien. Das ist eine Erweiterung von diesem Rundfunkstaatsvertrag oder von dieser Rundfunklizenz praktisch. Die wollen jetzt oder haben sich jetzt überlegt, boah, die YouTuber machen ja richtig Knete mit dem Scheiß. Davon wollen wir auch ein Stück abhaben. Deswegen bin ich das jetzt ganz zur Kasse. Avenger bringt es auf den Punkt. Hier gibt es grundsätzlich einen Zusammenprall von jungen Kreativen und der Bürokratie, wenn auch im besten Sinne, wie ich für uns in Anspruch nehme. Daher haben wir uns entschlossen zu dem Experiment dieser Veranstaltung und wollen in einen Dialog treten mit den jungen YouTuberinnen und YouTubern, denn auch für uns als Regulatorinnen und Regulatoren ist dieses Zusammentreffen neu und das Verstehen dieser Zusammenhänge. Wir sind es gewöhnt, mit traditionellen Stakeholdern im Bereich des Rundfunks umzugehen, TV-Sender, Radiosender, Infrastrukturbetreiber, diese verfügen über Rechtsabteilungen und Anwälte. Zwar, man darf sich nicht täuschen, sind YouTuber und YouTuberinnen oft in ein professionelles Netz von Vermarktung eingebunden, trotzdem bewegen sie sich natürlich in einem ganz anderen Universum, wo Lizenzen, Auflagen und so weiter als Einschränkung der Freiheit im Netz verstanden wird. So, und jetzt, woher kommt diese Regulierung? Was ist der Ursprung? Abrufdienste werden EU-weit reguliert. 2010 kam es zu einer umfassenden Revision der alten Richtlinie Fernseh ohne Grenzen aus dem Jahr 1989, die den grenzüberschreitenden Verkehr von Fernsehdienstleistungen regelte. Es wurde der Geltungsbereich um audiovisuelle Mediendienste auf Abruf, wir wollen sie jetzt Abrufdienste einfach halber nennen, erweitert. Und zwar im Hinblick darauf, dass Wettbewerbsverzerrungen
hinsichtlich jener Dienste vermieden sein sollen, werden sollten, die mit Fernsehen in Konkurrenz stehen. Eingeführt wurde ein Prinzip abgestufter Regulierung. Das heißt, wenn man davon ausging, dass es hier eine geringere massenmediale Wirkung gibt bei Abrufdiensten aufgrund der Individualität des Abrufvorgangs natürlich, sollten weniger Verpflichtungen für diese Mediendienste auf Abruf geschaffen werden. 2010 kam es schließlich zur nationalen Umsetzung der Richtlinie im Zuge einer umfassenden Neuordnung des Rundfunkrechts durch das audiovisuelle Mediendienstegesetz. Sieht vor, eine Anzeigepflicht für derlei Dienste im Vorhinein, 14 Tage im Vorhinein, und dann die Einhaltung gewisser Grundverpflichtungen, Werbung, Jugendschutz, Menschenwürde. Ich stelle auch hier klar, natürlich nur jene Dienste, die wir als Abrufdienste qualifizieren und die dann anzeigen müssen, fallen unter die Regulierung der Comaustria. Und das nur eingangs auch klarzustellen. Wenn ich von YouTube-Diensten hier spreche, meine ich nicht YouTube als Plattform, sondern ich spreche von auf YouTube gehosteten Inhalten, die immer häufiger oder eh schon eigentlich sehr lange Zeit von jungen Leuten als Kommunikations- und Präsentationsplattform genutzt wird. Also reguliert wird nicht YouTube als Plattform. Ich sage an dieser Stelle, weil es auch hier europäische Diskussionen gibt, dass ich mich auf die gegenwärtige Gesetzeslage beziehe, weise aber darauf hin, dass es Diskussionen gibt hinsichtlich dieser audiovisuellen Mediendienste-Richtlinie, die durchaus zu Änderungen von dem, was ich jetzt besprechen werde, führen können. Meine Ausführungen gelten grundsätzlich für alle Abrufdienste. Es gibt sehr viele Abgrenzungsprobleme, was die Abrufdienste betrifft. Ich möchte mich heute auf die konzentrieren, die bei diesen YouTube-Diensten vorkommen. Ich zeige Ihnen hier audiovisuelle Inhalte, gehostet in einer Mediathek von W24, ganz klassisch, oder eben hier auf W24, auf YouTube die Inhalte von W24 eben gehostet. Ich möchte hier auch eine kritische Anmerkung machen. Man muss natürlich sagen und ehrlicherweise zugeben, dass hier die klassische Rundfunkregulierung und auch damit unsere Rechtsaufsicht an ihre Grenzen stößt. Deshalb spielen die Themen der Medienkompetenz und der Selbstregulierung hier eine sehr, sehr große Rolle. Sich im Netz bewegen bedeutet aber auch, im Sinne der Medienkompetenz, dass man sich mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen vertraut macht. Das heißt, ich sage es auch ganz hart, wir hatten in der Vergangenheit Verfahren, wir führen derzeit Verfahren und wir werden auch in Zukunft Verfahren führen, wenn die gesetzlichen Verpflichtungen nicht eingehalten werden. Nun, worin besteht unser Projekt? Es ist Comaustria RTR Goes YouTube, auch eine neue Erfahrung, wie gesagt, das soll der Kickoff sein, diese Veranstaltung. Das wird dann der Kollege noch vorführen, erweitern unser Webangebot im Hinblick speziell auf Social-Media-Kanäle. Als weiteres Standbein wollen wir auch generell in einen Dialog mit den Stakeholderinnen treten, die in diesem Bereich tätig sind, also Google auch, und ich bin sehr froh, dass heute wir jemanden auch von Google hier haben, YouTuberinnen und YouTuber selbstverständlich und Vermarkter. Dann wird es eine Studie zu den empirischen Grundlagen der YouTube-Nutzung in Österreich, Dr. Grinschke hat das schon erwähnt, geben, zu der auch später. So, auch das ist schon gesagt worden, alle Daten zur Bewegtbildnutzung, hier die jüngste Studie der AGTT aus dem März 2017, besagen uns, dass in der Gruppe jedenfalls der 14- bis 19-Jährigen, wenn nicht auch 14- bis 29-Jährigen, schon mehr als 50% Video-on-Demand-Dienste nutzen. Für viele Jugendliche, auch das ist eine Banalität, ersetzt YouTube heute schon das Fernsehen. Die Richtlinie von 2010 hat das auch vorweggenommen und hat gesagt, audiovisuelle Mediendienste auf Abruf
besitzen das Potenzial, Fernsehprogramme teilweise zu ersetzen. Eine Annahme der Richtlinie jedoch, nämlich die, dass sozusagen die Massenwirksamkeit, die beim Fernsehen gegeben ist, also der gleichzeitige Empfang durch potenziell Millionen Zuschauer und daraus gerechtfertigte Regulierung, diese Annahme, dass das bei Abrufdiensten nicht der Fall sei, muss revidiert sein. Auch das hat der Andreas Kunig schon vorweggenommen. Zum Beispiel, wenn man sich eben das Angebot und die Abrufzahlen von PewDiePie anschaut, mit 54 Millionen Abonnenten und 15 Milliarden Aufrufen insgesamt natürlich. Kein Fernsehsender kann auf solche Zahlen kommen. Und man muss auch sagen, dass sich die Videos, wie Sie wissen, natürlich viral schnellstens verbreiten, sodass von diesem Masseneffekt, von dieser Massenwirksamkeit durchaus auch im Netz ausgegangen werden kann bei Abrufdiensten. Nun, was ist ein Abrufdienst? Ganz einfach. Ein Abrufdienst wird über ein elektronisches Kommunikationsnetz, also hier das Internet, angeboten. Er wird im weitesten Sinn kommerziell betrieben, vermarktet. Der Anbieter, die Anbieterin hat die redaktionelle Auswahl für die Erstellung des Programmkatalogs. Der Hauptzweck liegt in der Bereitstellung von Sendungen, das ist sehr wichtig. Und das Angebot kann vom Nutzer oder Nutzerin individuell und zeitunabhängig abgerufen werden. Nun, ein zentraler Begriff, weil wir ja, dazu komme ich später noch, auch darauf abstellen müssen, was ein fernsehähnliches Angebot sein kann, ist hier der Begriff der Sendung und ich gebe hier das Gesetzesdeutsch wieder, und zwar ein einzelner in sich geschlossener Teil eines Fernsehprogramms oder eines audiovisuellen Mediendienstes auf Abruf, der aus einer Abfolge von bewegten Bildern mit oder ohne Ton besteht und Bestandteil eines von einem Mediendiensteanbieter erstellten, hier wichtig, erstellten Katalogs ist. Die audiovisuelle Mediendienste-Richtlinie fügt hier hinzu und deren Form und Inhalt mit der Form und dem Inhalt von Fernsehprogrammen vergleichbar sind. Die Richtlinie liefert uns zum Glück auch ein paar interpretative Kriterien, damit wir uns dem nähern können, was eben so einen Abrufdienst ausmacht. Es muss sich um Massenmedien handeln, mit einer deutlichen Wirkung auf die Allgemeinheit. Es muss sich um eine wirtschaftliche Tätigkeit handeln, ausgenommen hiervon sind natürlich alle privaten Angebote, das ist ganz wichtig, Glücks- und Gewinnspiele, Online-Spiele, Suchmaschinen und Online-Angebote, Online-Ausgaben, entschuldigen Sie, von Zeitungen. Es muss eine Fernsehähnlichkeit gegeben sein. Das Angebot muss auf das gleiche Publikum gerichtet sein wie Fernsehsendungen, wobei der Begriff der Sendung, auch das sagt die Richtlinie, muss dynamisch ausgelegt werden. Und mit dem Kriterium kann ich persönlich und wir auch in unserer Praxis sehr wenig anfangen. Der Nutzer muss vernünftigerweise Regelungsschutz erwarten können. Das Angebot darf nicht nur eine bloße Ergänzung darstellen, sondern den Hauptzweck. Es muss eine redaktionelle Verantwortung des Anbieters, der Anbieterin in Form einer wirksamen Kontrolle gegeben sein. Es darf sich nicht um eine bloße Weiterleitung handeln oder eine Zusammenstellung aufgrund von Algorithmen, selbstverständlich. Die Com-Austria hat in ihrer sechsjährigen Praxis, das möchte ich unterstreichen, nicht sehr viele Meinungsverschiedenheiten gehabt mit Anbietern, die sie aufgefordert hat, ihre Dienste anzuzeigen. In diesen sechs Jahren waren es zwei. Für Insider bekannt ist der eine Fall, der bis zum Europäischen Gerichtshof ging, nämlich die Frage, das Urteil New Media Online. Worum ging es da? Da hat die Tiroler Tageszeitung eine eigene Videosektion bereitgestellt mit Spots bestehend aus den Bereichen Nachrichten, Sport, Kultur, Lokales. Wichtig, was der EuGH damals feststellte in unserem Zusammenhang ist,
dass es beim Sendungsbegriff nicht auf die Länge des betreffenden Videos ankommt, erstens, und dass die Fernsehähnlichkeit aufgrund des einzelnen Videos festzustellen ist und nicht bezüglich des gesamten Angebots. Es wurde im Nachhang zu dieser Entscheidung in Österreich die explizite Möglichkeit geschaffen, sich bei uns einen Feststellungsbescheid zu holen. Das heißt, wenn Sie wollen, können Sie bei uns anzeigen und wir stellen fest, ob Sie ein anzeigepflichtiger Dienst sind oder nicht. Wie gesagt, Sie können das auch bestreiten und ich möchte nur darauf hinweisen, wir hatten eben bisher nur zwei Fälle, aber ich möchte auch sagen, ich glaube, dass mit dem Aufkommen der YouTuber und der immer stärkeren Professionalisierung das vermutlich mehr sein wird, diese Zweifelsfälle. Dazu später. Was sind nun die speziellen Abgrenzungsfragen bei YouTube-Angeboten? Es gilt der Grundsatz, das muss ich leider sagen an dieser Stelle, jeder Dienst muss individuell beurteilt werden. Warum ist das so? Das ist deshalb so, weil die Fernsehähnlichkeit eine so große Rolle spielt. Wie Sie vorher gelesen haben, in der Richtlinie wird gesagt, dass die Programme in Form und Inhalt vergleichbar sein müssen mit Fernsehprogrammen. Das bedeutet für uns, dass sie typischerweise im Fernsehen vorkommen müssen und nicht ausnahmsweise. Weil wenn man Letzteres annehmen würde, dann ist vermutlich jeder Inhalt irgendwann einmal irgendwo auf einem Fernseher, in einem Fernsehprogramm vorgekommen. So, die Frage der Dienstleistung ist in der Regel unproblematisch bei YouTube-Angeboten, die wir uns anschauen, jedenfalls, wenn eine Vermarktung vorliegt. Und das tut sie, wie gesagt, bei den Fällen, die wir uns anschauen. Der Dienst muss in der Regel gegen ein Geld erbracht werden. Es muss ein Erwerbszweck vorliegen. Gewinnerzielungsabsicht ist nicht erforderlich. Es muss ein Leistungsaustausch stattfinden. Die Gegenleistung kann aber auch geldwert sein, also zum Beispiel durch Beistellung eines Produktes. Wie gesagt, dieses Kriterium bei YouTube-Angeboten nicht die große Frage. Die Frage der redaktionellen Verantwortung ebenfalls unproblematisch. Warum? Sie laden den Content auf YouTube auf, üben damit die wirksame Kontrolle aus und tragen damit die redaktionelle Verantwortung, auch so wie es die Richtlinie definiert. Die Frage des Hauptzwecks ist hier auch keine Frage, weil es sich natürlich bei YouTube um ein reines Videoportal handelt. Wir kommen daher zur großen Frage. Ich habe es schon angedeutet, die Frage der Fernsehähnlichkeit. Diese muss, wie der EuGH eben festgestellt hat, anhand der einzelnen Spots, der einzelnen Beiträge festgestellt werden. Um es nicht zu verwirren, wenn aber ein Angebot fernsehähnliche und nicht fernsehähnliche Angebote vorsieht, wird man wohl darauf in der Beurteilung des Gesamtangebots darauf abstellen müssen, welcher Charakter denn nun vorliegt. Bezüglich der Fernsehähnlichkeit, ich sagte es bereits, muss eine dynamische Interpretation vorgenommen werden. Wir haben versucht, und ich sage das mit der gebotenen Vorsicht, zumindest Kriterien zu entwickeln und uns zu überlegen, wie kann die Fernsehähnlichkeit sozusagen kategorisiert werden in irgendeiner Form. Es sind Mindestanforderungen in filmästhetischer Hinsicht zu stellen und Anforderungen an die Professionalität der Sendungsgestaltung. Was bedeutet das? Zum Beispiel, es gibt einen Vorspann, einen Abspann, Inserts, Moderation, Kommentare, musikalische Untermalung, Präsentatorinnen und Präsentatoren, eben eine redaktionelle Bearbeitung. Auch die technische Umsetzung ist wichtig, dazu komme ich noch. Die Beiträge sollen eine geschlossene Einheit bilden. Es gibt inhaltlich gesehen einen Anfang und ein Ende. Es gibt eine redaktionelle Integrität des Beitrags. Und es gibt, ich habe es gelesen bei einem hier anwesenden Kollegen, hat mir sehr gut gefallen, einen narrativ gespannten Bogen,
über die Geschichte, die Idee, eine Idee, ein Motiv oder ein Thema als eine Art Drehbuch. Technische Umsetzung, ich habe es erwähnt, auch hier gewisse Professionalitätsanforderungen. Also ein Wackel, ein Selbstwackel-Video wird wohl diesen Professionalitätsanforderungen nicht genügen. Schnitte, verschiedene Kameraeinstellungen, eine professionelle Kameraführung, Filmmontagen, verschiedene Beleuchtungseinstellungen wären Kriterien, die indizieren, dass hier sozusagen eine technisch sophistizierte Umsetzung vorliegt des jeweiligen Beitrags. Fazit, je mehr dieser Kriterien kumulativ vorliegen, desto eher ist die Fernsehähnlichkeit gegeben und kann sich möglicherweise um einen Abrufdienst handeln. Die Beispiele machen es bekanntlich aus. Ich habe Ihnen ein paar zusammengesucht und in Kategorien gefasst, die typischerweise auf YouTube vorkommen. Ich habe auch bewusst Beispiele, entweder aus Deutschland, wo es eine andere Rechtslage gibt, genommen, oder österreichische, die nach unserer vorläufigen Rechtsauffassung keine Abrufdienste darstellen würden, um uns sozusagen nicht zu präjudizieren, aber Ihnen durchaus zu zeigen, welchen Ansatz wir hier verfolgen. Wir kommen als erstes Beispiel die berühmten Beauty-Blogs ich spiele Ihnen hier mal kurz vor. Ich habe einen Ex-Mann-Nägel erkannt. Die Farbe ist schön. So ein Kobaltblau? Ich dachte, ich kann nicht, was heißt Kobaltblau? Kobalt sind doch blau. Beides. Hallo ihr Lieben, wir haben heute ein Fashion-Video, denn wir haben online geshoppt und wir brauchen eure Hilfe, ob ihr die Sachen behalten sollt oder zurückschicken. So ein Video haben wir schon einmal gemacht. Wir verlinken es euch in der Infobox und am Ende des Videos und bei mir und überall, wo ihr Links finden könnt. Sie sehen also, das Video ist möglicherweise oder sicher professionell hergestellt. Aber vom Typus der Sendung her kann man sagen, so etwas finden wir eigentlich im Fernsehen nicht. Es wird direkt in die Kamera gesprochen und es werden Gegebenheiten wiedergegeben aus dem täglichen Leben, in einer Art Tagebuch. Und diese Beauty-Tipps, Erlebnisse beim Shoppen etc., Sie kennen das, glaube ich. Es handelt sich quasi um eine audiovisuelle Übersetzung eines Tagebucheintrags. Daher in der Regel, auch wieder mit der gebotenen Vorsicht, keine Fernsehähnlichkeit. Anders schaut es bei diesem bereits angedeuteten Angebot von der deutschen YouTuberin Bibi aus. Ich führe Ihnen das kurz vor. Musikvideos sind natürlich
geeignet, Sendungen darzustellen, denken wir an MTV oder GoTV. Aber auch hier muss man Unterscheidungen treffen. Einmal dieses Beispiel vom österreichischen YouTuber Soundtech. Sie sehen, sehr statisch, abgefilmt, keine professionelle musikalische Umsetzung, daher keine Fernsehähnlichkeit. Ganz anders hier das Video von den berühmten YouTubern Ape Crime. Wir stehen einfach nur da, du antwortest mir zwar auf meine Fragen, du stellst selbst keine. Ich bin offensichtlich nicht interessant genug für dich, Vorurteile befällt schnell in deine. Sprechen über nichts Interessantes, weil du eigentlich nicht interessant bist. Ein antiales Gesicht, langweilig beleuchtet und deinem Instagram-Account. Du bist emotionslos und leer. Sie sehen natürlich sofort, was ich meine. Das ist ein Clip, der auf MTV natürlich laufen könnte. Professionelle Lichteinstellungen, auch ein Handlungsstrang jetzt, was den Song betrifft und eine professionelle musikalische Untermalung. Wir kommen jetzt zum Bereich des Sports, auch das ist heute schon einmal gefallen. Sie werden jetzt sagen, na, Sky-Angebote sind natürlich fernsehähnlich. Ich will Ihnen ja auch nur ein Beispiel geben und gewisse Kriterien, wie so ein Sportspot beispielsweise als fernsehähnlich sozusagen ausschauen könnte. Und wir schauen da kurz hinein. Die Vorfreude war Jamie Vardy ins Gesicht geschrieben. Champions League Viertelfinalspiel bei Atletico. Da war Antoine Griezmann ein bisschen cooler für ihn. Das 37. Champions League Spiel in Vicente Calderon legte Atletico los. Und wie? Fünfte! Kocke mit dem... Sie sehen also, es wird ein Spiel zusammengefasst, es gibt eine Kommentierung und, was beim Sport sehr wichtig ist, sehr professionelle Kameraführung. Im Gegensatz dazu Folgendes. Fernsehformat. Okay. Mein letztes Beispiel, auch aus dem Bereich der Nachrichten,
wo alle Kriterien sozusagen einer Nachrichtensendung erfüllt werden. Many are applauding New York for being the first state that has created a free tuition program for its state colleges. Now, this wouldn't only affect community colleges, it would also have an impact on four-year institutions. And so on its face, it seems like it's a great idea, and Andrew Cuomo has been, applauded by a lot of people as he's simultaneously giving himself a pat on the back. However, you need to take a little more of a look, a deeper dive in... Ich glaube, es wird klar, was ich meine. Es gibt ein Studio, es gibt eine Moderatorin, es wird sozusagen ein Thema problematisiert. Klarer Fall, Fernsehähnlichkeit. Ich komme jetzt zum Schluss und sage Ihnen das, was jetzt schon durchgeklungen ist während dem Vortrag. Das größte Abgrenzungsproblem bei YouTube-Angeboten ist das der Fernsehähnlichkeit. Zugleich muss man aber sagen, dass es sich dabei um das hilfreichste Kriterium handelt, will man nicht im Bausch und Bogen alles, was auf YouTube daherkommt, regulieren. Trotz allem unserem Bemühen um Entwicklung von Fallgruppen und Kriterien muss es letztlich immer bei einer Einzelfallbeurteilung bleiben. Daher empfehle ich Ihnen, im Zweifelsfall nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf oder zeigen Sie an oder beantragen Sie einen Feststellungsbescheid. Auf jeden Fall, wir sind für Sie da. Auf Wiedersehen. Danke. Vielen Dank, Susanne Lackner. If you like this video, please comment, share and subscribe to my channel. Thank you very much.